Warum hast du so lange gebraucht, Cloud? Oh ja, was den Tempel des alten Volkes angeht, wenn wir den kleinen Bronco nach Osten in Richtung Meer nehmen, müssen wir ihn finden. Also gut, gehen wir, wir kommen mit. Ich will gehen, aber sicher. Aerith geht und... nehme ich wieder Barret mit? Ich glaube schon. Der Arbeitskollege fährt morgen nach Berlin. Ja. Das ist schön. Berlin, wir fahren nach Berlin. Aber Party. Party ist cool. Aber was will man jetzt heute in Berlin? Ich meine, was kann man da Schönes machen? Man kann die Lokale nur unter Auflagen besuchen. Ich weiß nicht. Was sagen die eigentlich? Ich bin so aufgeregt, dass mir schon der Schwanz kribbelt. Lass uns gehen, Cloud. Nö, tun wir nicht. Was sagst du? Mir ist egal, was abgeht. Gehen wir einfach. Also, was sagst du eigentlich? Der Tempel ist halt von Osten gehen wir. Nee, du kommst nicht mit. Was sagt Tifa? Ist ja im Team. Weißt du? Nein, nichts. Lass uns gehen. Okay. Lass uns gehen. Dann bis später. Bitch. Schwanzkribbeln wirklich? Ja, schon. Was ist, wenn ich da? Speed, Event. Keine Ahnung. Gehen wir zum Battle. In Berlin bist du auch einmal im Jahr. Ich bin einmal im Jahr in Hamburg. Meistens. Aber dieses Jahr anscheinend nicht. Aber ich hatte echt vor, nach Hamburg zu fahren dieses Jahr. Ich hatte so einiges vor dieses Jahr. Der Chocobo sieht aus wie Kirby. Der Mogri, der Große. Der verschlingt die Seilbahn. Der Mogri sieht aus wie Kirby. Boah, was habe ich eigentlich erzählt? Egal. Wer nicht? Ja. Wer nicht? Wir speichern mal. Speichern! Ich muss den kleinen Bronco nehmen. Nach Süden. Das bedeutet, ich muss auf die andere Seite. Oder komme ich irgendwie anders an den kleinen Bronco ran? Ich habe jetzt keine Lust, wieder nach Nibelheim zu fahren. I saved the game. Joker. Nein. Ausgestiegen. Das hatte ich jetzt nicht vor. Mann. Hey, die Aerith war noch nicht dran. Der Sound erinnert mich aber auch total an Pokémon irgendwie. Ja, kommt vielleicht auch zur Zeit, ne? So ein bisschen.
fertig. Iris schafft nicht so viel. Macht nicht so viel Schaden, leider. Das ist schade. Frösche. Und dann so viele Frösche. No. Der Sound ist so schön. Ja. Aber ich finde... Orchesterversion, also die in Final Fantasy VII, dem Remake, ist es noch um einiges geiler, weil die Möglichkeiten gab es halt damals nicht so. Froschgesang, jetzt bin ich für immer ein Frosch. Und auch umschlafen. Warum bist du ausgewichen? Ach ja. Yeah. Bam bam. Ich mag es, wie sich die Frösche freuen, wenn sie gewonnen haben. Müsste ich doch eigentlich zum Bronchosaur kommen. Oder? Ich versuch mal. Kein Bronco. Ja, ich weiß, aber das macht ja gar keinen Spaß. Und jedes Mal Jungfernkuss nehmen für Frosch, es lohnt sich ja nicht. Für Bronco muss ich immer nehmen, bis Bronco nehmen. Ja, Imbiss Bronco ist auch gut. Ich würd's den ganzen Tag und ich würd's die ganze Nacht. Ich schlaf nicht, ich würd's, bis die Pfefferfamilie kracht. Irgendwie so, ne? Aber es ist nicht der Imbiss Bronco, das ist Tiny Bronco. Guilds. Da komme ich nicht runter, nee. Hier komme ich runter und dann fahre ich hier rum. Dumm-di-dumm. Fahren wir einfach mal so rum. Dein Chat hängt schon wieder und Twitch läuft bei dir in letzter Zeit nicht so flüssig. Ach, das ist ärgerlich.
Aber manchmal hilft das auch, die Seite zu refreshen. Aber ich kenne das mit dem Chat. Ja, gut. Das ist. Habe ich auch gemacht. Das funktioniert tatsächlich über die Twitch-App auch nicht so gut. Nach meiner Erfahrung. Ja, ich komme jetzt mit dem Ding nicht rüber, ne? Ich muss tatsächlich darüber nochmal laufen. Och nee, ey. Wie ätzend. Ohne Witz, wer hat sich das ausgedacht? Undi. Wir können noch mal übernachten. Mag das Haus. Ey. Ja, aber ich kenne das. Also ich habe das auch oft tatsächlich, dass ich, oder ich hatte das oft öfter mal, dass ich tatsächlich im Chat nicht schreiben konnte. Gründe? Keine Ahnung. Dann hieß es von wegen Verbindung zum Chat wird hergestellt. Und in der Zeit kann ich natürlich nicht schreiben, weil keine Verbindung zum Chat besteht. Und das ist dann natürlich blöd. Vor allen Dingen wird man irgendwas im Chat gefragt oder man wurde was im Stream gefragt und kann keine Antwort geben, weil die Verbindung zum Chat fehlt. Genau, oder man wird immer wieder verbunden. Genau, das. Oh, nein. Ablehnen. Ja, hat sich gerade mein Virusprogramm gemeldet und plötzlich stand das Spiel still. Also, ich hatte das bei beidem, glaube ich, tatsächlich. Handy oder PC. Also, ich hatte das beim PC tatsächlich öfter mal. Hey Lu, wo warst du denn? Was hast du gemacht? Warst du Abendessen? Was gab's? Eine Pizza! Geil. Nice. Doch, Pizza ist schon was Besonderes. Jedenfalls für mich. Ich esse jetzt nicht jeden Tag Pizza. Pizza kann sehr besonders sein. Vor allen Dingen selbstgemachte Pizza. Aber muss ich echt gucken mit selbstgemachte. Ja, aber nur Tiefkühl. Aber es kann auch eine gute sein. Hat schon geile Tiefkühlpizzen. Honig hat seine Frau eine Pizza bestellt. Also ist immer noch nicht zu Hause. Wer ist nicht zu Hause? Die Frau oder die Pizza? Also wenn die Pizza 14 Stunden unterwegs ist, dann würde ich mich echt beschweren. Ja, war ganz gut, vor allem wenn man seit 12 Uhr nichts gegessen hatte. Ja. Genau, wenn man hungrig ist, dann schmeckt alles gut. Okay, und die Pizza wartet jetzt auf deine Frau oder wie? Zu Hause, dann wird die doch kalt, dann schmeckt es doch gar nicht mehr. Also so eine Frau würde ich sofort rauswerfen, die seit 14 Stunden unterwegs ist.
Warum nehme ich nicht einfach so ein Rohr? Lass mich. Nach unten hinableiten. Der Flammenwerfer ist schon aus. Aber auf Cloud ist es egal. Mach mal Shiva. Hey, das ist echt cool mit dem Sugar. Das sollte ich auch machen, weil ich eh schon Honig habe. Kann ich ja mehrere Süßzeugs basteln. Aber ich habe hier noch einen Auftrag auf dem Tisch liegen. Den mache ich zuerst. Was? Das hat ja fast gar nichts abgezogen. What? Einmal nicht hingeguckt, ey. Was kann die Shiva eigentlich? Ohne Witz. Machen wir Eis 2. Yeah. Ja, Auftrag. Wählst nochmal rot und blau. Rot ist Thunder und blau ist Papst. Muss ich selber überlegen, obwohl ich das hier fertig gemacht habe. Der Papst ist immer blau. Nein. Das stimmt so nicht. Ja, das mit dem Info-Command haben wir eigentlich schon besprochen, ne? Nur vergessen irgendwie, das in die Tat umzusetzen. Oh, ich bin wieder zurück. Das ging schnell. Aber wo ist meine Karte? Ich muss doch zum Tiny Bronco. Und dann grillen wir da. Tiny Würstchen. Ich habe gerade gespeichert, oder? Glaube ich. Egal, speichern wir zur Not am Tiny Bronco. Und ich glaube, eine Materie ist gerade aufgestiegen. Im Level. Rocket Town mit der kaputten Rakete. Wir haben letztens eine Serie angefangen. Zu gucken. Oh, wie heißt denn nochmal? Space Force, genau. Und dann versuchen die eine Rakete zu bauen. Ich musste wirklich an Rocket Down denken, weil das die ganze Zeit so schief läuft mit den Raketen, mit den Raketenstarts und so weiter. Und dachte ich so, das rennt mich sowas von an Rocket Town. Aber Speichern bringt Ansehen in der Gruppe. Hm. Also bei Baldur's Gate war das eher egal. Da ist das Ansehen gesteigert, war gesteigert in der Gruppe, wenn ich irgendwas Gutes gemacht habe. Speichern bringt auf jeden Fall Sicherheit, wenn man etwas verkackt. Ja. Leider geht es im wahren Leben nicht so einfach, ne? Mit dem Speichern und Neuladen, wenn man was verkackt hat. Das ist jetzt im Süden, ja, ne? Von mir aus gesehen. Yes, da ist Tiny Bronco. Jetzt speichern wir. Nochmal. Ich kann auch nicht die ganze Zeit hier speichern, das ist ja auch. So. Die sagten im Süden. Wie komme ich jetzt dahin? Muss ich jetzt um den Kontinent? Frage ist wie? Das ist die Kunst. Zu erkennen, wie man mit Tiny Bronco dahin kommt, wo man möchte.
Das ist witzig. Das ist jetzt als Command drin. Ja, ne? Farben. Farben. Hier bin ich falsch. Oder? Oder nicht? Ich würde fast schon sagen, dass ich hier fast richtig bin. Und dann gehe ich hier ins Land und dann ist das auch so ein... war ich immer nochmal? Da ist die Pyramide. Yes. Was gibt's hier eigentlich für Monster? Hier war ich noch gar nicht. An den Monstern kann man bestimmt ein bisschen erkennen. Was zur Hölle? Wie schwierig es in dieser Gegend ist. Vollkornnadel. Na doll. Okay. Lurk. Onyx ist im Lurk. Ist noch irgendwas Cooles? Oder gibt's hier nur Bienen? Oder Schmetterlinge, böse Schmetterlinge? Emote? Gibt's da ein Emote? Froschgesicht auf Deutsch. Doch, es gibt doch den einen Frosch. Frosch. Frogface. Okay, gehen rein. Die Pyramide. Ja, zum Beispiel. Was ist los mit Aerith? Dies ist der Tempel des alten Volkes. Ich weiß. Ich fühle es. Die Kenntnis des alten Volkes ist hier. Du könntest mit dem Planeten eins werden, aber du hältst es mit der Kraft deines Willens auf. Für Zukunft? Für uns? Was sagen sie? Verstehst du das? Du bist besorgt, aber dennoch glücklich? Nur weil ich hier bin? Tut mir leid, aber ich verstehe nicht ganz. Ich gehe hinein. Oder ist so ein Typ im schwarzen Umhang? Witcher könnte gut Sounds freuen mit seinen 3998. Ja. Bist du? Hey. Schwarze Materie. Ciao. Da
Da steht Nummer 9. Er hat eine Tätowierung im Nacken. Und ist es aufgestiegen jetzt? Er ist aufgestiegen. Nein, es ist Zeng. Zeng von den Turks? Man hat mich reingelegt. Das ist nicht das verheißene Land, nach dem Sephiroth sucht. Sephiroth, ist er dort? Überzeug dich selbst. So ein Elend. Aerith gehen zu lassen, war der Anfang meines Elends. Der Präsident hatte Unrecht. Du hast Unrecht. Das verheißene Land ist nicht, wie du es dir vorgestellt hast. Ich werde nicht eingreifen. Shinra konnte sowieso nicht gewinnen. Ach, ziemlich hart. Das sieht dir ähnlich, dass du sowas sagst. Der Schlüsselstein, leg ihn auf den Altar. Okay, dankeschön. Okay. Du weinst? Zeng ist bei unseren Feinden, den Turks, aber ich kenne ihn. Seit meiner Kindheit. Es gibt nicht viele Menschen, von denen ich das sagen kann. Ja, wahrscheinlich gibt es nur eine Handvoll Leute auf der ganzen Welt, die mich wirklich kennen. Tja. Ich lebe noch. Jo, dann weinen wir nicht. Wir gehen in die Pyramide hinein. Ich stecke jetzt den Schlüsselstein rein. Ich finde, die Sounds sind relativ leise, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr die hört, aber... Was passiert jetzt? Boah, was? Ich will diese Truhen, alle bitte. Worte, Gefühle, ich kann nicht spüren. Verdammt, das ist also der Tempel des alten Volkes. Und er ist eine Materie. Und irgendein Typ. Oh Mann, machst du Witze? Mir wird ganz schwindelig. Laut, ich weiß jetzt. Jetzt wird's hart, aber. Nicht aufgeben, wir schaffen das. Okay, wo kann ich überhaupt hingehen? Das ist echt unübersichtlich. Aber ich will alles haben. Alles haben. Komm ich hier irgendwo hin? Da geht's gar nicht lang. Ich müsste wahrscheinlich runter. Ja, Labyrinth des alten Volkes, das stimmt. Und mit ganz vielen Schätzen. Oh, diese Frösche sind echt stark. Thank you.